Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind hier wieder zurück in Foundation. Letztes Mal haben wir angefangen, diesen schönen meisterhaften, zauberhaften Wundergarten hier zu bauen. Mal gucken, ob der diesmal fertig wird. Und wenn er soweit ist, dann werden wir hier auch einen Weg durchlegen. Wir werden den lieben Leuten verbieten, dass die hier den normalen Weg laufen dürfen hier. Wir machen das alles rot. Da müssen sie hier diesen Weg entlang gehen. Ha, wir zwingen sie auf Umwege. John Gu hat zwar gesagt, ihm wäre es Schnuppe, woher die Leute laufen, aber ich glaube, sowas macht das Spiel noch ein bisschen schöner, wenn es alles ein bisschen chaotischer aussieht. Ich glaube, hier geht es einfach um das Chaotische in diesem Spiel. Ja, wunderbar. John Gu sagt außerdem, ich muss auf die Klamotten achten, sonst komme ich wieder in den siebten Kreis der Hölle oder sowas. Das sind immer weniger geworden in letzter Zeit. Also wir hatten da bis vor kurzem noch irgendwie 700 Klamotten, wenn ich mich richtig entsinne. Und jetzt auf einmal sind es bloß 100. Das macht mir Sorge. Und deswegen haben wir letztes Mal auch schon angefangen, neue Schneider zu bauen. Das müssen wir jetzt wirklich sehr im Auge behalten. Gucken wir mal kurz, wie das hier aussieht. Wir haben genügend Wolle. Das ist gut. Zur Not muss ich das eh noch Schaffarmen bauen. Damit wir da auf jeden Fall kein Problem bekommen. Das wäre wirklich sehr traurig. Wie John Gu sagt, wir wollen ja nicht, dass da irgendwelche Leute nackt und wütend durch den Ort rennen. Das muss ja nicht sein. Ja, hier haben wir einen schönen Blick auf die Brücke. Das Banner hier hängt schon. Anna hatte gesagt, dass diese Brücken noch besser aussehen, wenn sie höher sind. Also zum Beispiel über Schluchten oder sowas. Wir haben uns das hier letztes Mal angeschaut, was es da noch so für Teile für gibt. War das das hier? Turm. Ja, das ist dieses Teil, das unten keinen Abfluss hat. Das hängt nur einfach so darum. Und bei mir sieht es nicht so sinnvoll aus, weil das direkt über dem Wasser hängt. Und dann sieht es eigentlich aus wie ein ganz normaler Turm. Aber das Teil ist natürlich schön. Und wenn die Brücke höher wäre, dann könnte man das auch wirklich gut sehen. Also das würde, glaube ich, viel hermachen. Aber gut, an dieser Brücke ist es leider nichts mehr. Wir nehmen, was wir hier bekommen können. Ach, da geht es schon los mit dem Turm hier vorne. Bin sehr gespannt, wie das Teil aussieht, wenn es fertig ist. Ja, gut. Also wir haben die Klamotten im Auge. Gerade eben waren es 120, jetzt ist es bloß 98. Wahrscheinlich wurden die gerade irgendwo abgeholt und ausgeliefert oder sowas. Okay, wir gucken jetzt mal hier rein. Wir wollen wissen, wie viele Leute wir überhaupt haben hier, die arbeitslos sind. Es sind schon ein paar. Gut. Und dann gucken wir mal, wie es bei den Schneidern aussieht. Ob wir da zufällig einen fertig haben und einsetzen können oder... Oder wie es aussieht, das müssen wir wissen. Ja, wir haben einige Schneider. Einige Schneider. 7 Stück, wenn ich gerade so richtig zähle. Also das sieht nicht schlecht aus. Gucken wir mal nach den Schäfereien. 4, 5 Schäfereien haben wir hier. Okay, gut. Also da müssen wir wirklich genauestens darauf achten, ob wir genügend Wolle bekommen und ob wir genügend Klamotten... Oh Gott, es geht runter. Genügend Klamotten herstellen. Ich glaube, besser mal noch lieber 2 zu viel, als am Ende 3 zu wenig oder so. Oh, was ist hier los? Jemand steckt fest. Aha. Wieso? Oh, oh. Oh, 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 okay. Alles ist gut. Sagt sie jetzt, ich hätte gerade das doofe Gefühl, was wäre, wenn sie stecken bleibt hier unter der Brücke. Die Brücke reiße ich nicht mehr ab. Da würde ich eher die Fischhütte abreißen, glaube ich. Na gut, hoffen wir, es funktioniert. Ja, wir hoffen das Beste. Ja, wunderbar, liebe Leute. Ich denke, wir werden... Hier hinten zur Sicherheit noch einen Schneider aufbauen, damit die hier extra versorgt werden. Und wir haben hier vor allem auch noch Platz für Schneidereien und so weiter. Schäfereien. Oh, guckt euch das an. Ist das nicht schön? Der Weg ist verwaldet. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das ist ja so toll. Und diese... Oh Gott, das ist eine richtige Kreuzung hier. Eine Gabelung, 2 verschiedene Richtungen. Oh, es ist toll. Ich bin begeistert, liebe Leute. Wunderschön. So, wir wollen hier einen Schäfer haben.
Vielleicht stellen wir den mal hier zu dem Fischer hin. Ach, die Brücke ist fertig. Sehr gut. Ah, nee. Er arbeitet noch drauf. Fast fertig. Wir werden Zeuge davon, wie sie fertig wird. Denke ich mal. Außer er geht gleich los und macht Feierabend. Gut. Solange können wir hier jedenfalls eine Schäferei aufbauen, würde ich sagen. Aha. Macht Lärm. Oder Gestank oder beides. Und Paco, das war... Was jetzt? Geht der wirklich? Ah! Das darf doch nicht wahr sein. Oh, hat keine Klamotten. Oh, oh. Oh, oh. Okay, ich sehe schon, das könnte wirklich blöd werden. Also, schnell. Schnell, schnell. Eigentlich könnte man die Schäferei auch hier aufstellen. Aber auf der anderen Seite der Brücke. Das wäre doch eigentlich was. Oh, warum nicht? So weit ist es trotzdem nicht hier rüber. Oho. Was ist da los? Schon wieder? Okay, also irgendwas ist da nicht in Ordnung. Wir machen aber trotzdem erst noch eben diese Schneiderei. Oh, stimmt gar nicht. Wir brauchen ja gar nicht... Oh Gott, ich habe gerade ganz vergessen. Wir haben ja noch einen Zwischenschritt. Wie sieht es denn mit dem Stoff aus? Wo haben wir den? Ja, wir haben noch Stoff. Ich denke, wir bauen hier die gesamte Produktion. Wir bauen hier auch eine Weberei hin. Käserei ist fertig, sehr gut. Weberei. Gut, die macht scheinbar keinen Lärm. Deswegen stellen wir die auf diese Seite hier. Und eine Schneiderei dazu. Liebe Leute, ich bin verliebt in dieses Spiel. Und wie es aussieht und was daraus wird. Muss man auch mal so sagen. Also, nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal, muss ich das sagen. Gut, der steckt fest. Bitte. Warum? Wo steckst du denn? Madame. Oh, eben bleib hier. Mist. Jetzt ist sie weg. Die sind rot. Oh. Der geht's aber auch nicht besonders gut. Du meine Güte. Alles ist gut. Aber so gut sieht es eigentlich nicht aus. Die lassen wir mal gerade eben offen. Sie ist nach Hause gegangen. Ach nee, ist sie gar nicht. Sie ist schon unterwegs. Naja. Beichtet. Kirche ist wieder aufgefüllt. Okay, es sieht trotzdem gar nicht gut aus hier. Guck mal, ob sie es schafft, das alles wieder aufzufüllen. Sehr wütend. Sehr unglücklich, die Dame. Jetzt holt sie sich Wasser oder sowas. Sie hat ein Stück zu laufen jedenfalls. Brunnen hätte sie hier direkt vor Ort. Wo gehst du hin? Achso. Ne, sie ist jetzt zu Hause. Achso, sie arbeitet. Ha. Sie arbeitet, obwohl sie gar nicht alle Bedürfnisse befriedigt hat. Hm, okay. Aber es kommt jetzt auch gerade keine neue Meldung, dass sie irgendwie stecken bleibt oder so. Yay, Sachen gibt's. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Ach, hey. Ha. Hier tut sich auch einiges auf dieser Seite des Flusses. Es wird voll langsam. Gut, das wollen wir ja haben. Arbeitet ihr mal. Ah ja, die Holzbrücke ist jetzt endlich fertig. Sehr schön. Ha. Das begeistert mich. Schön. Dann werden wir hier, glaube ich, noch ein bisschen Wohngebiet einzeichnen. Ja. Immer her mit den Leuten. Okay, wir haben hier oben einen neuen Steinbruch hier. Ist da schon jemand eingesetzt? 3 von 5. Oh Mann, noch ein paar mehr. Schadet ja wohl nicht. Aber die haben hier, glaub ich, keinen besonders glücklichen Stand.
Keine Ahnung. Scheinbar können sie nicht da hochlaufen. Vielleicht ist es zu steil. Also toll ist es wirklich nicht. Aber gut, ich weiß jetzt gerade auch nicht. Vielleicht können wir... Ja, keine Ahnung. Vielleicht können wir denen irgendwie noch neue Häuser irgendwo hinstellen. Aha, sie steckt fest, während ich zum Zur Image 1 gehe. Also doch. Aber ich verstehe es nicht. Sie kann doch rein und sie fährt mit dem Boot auch weg. Oh je, die arme Isentrud. Ich hoffe ja nicht, dass sie uns verlässt. Aus Unzufriedenheit, weil sie nichts zu essen findet. Ja komm, geh dir was zu essen holen. Ist genug für alle da. Die verhungert hier gerade, die arme Dame. Isentrud, was tust du da? Ach, schon wieder vier neue. Wahnsinn. Ich glaube, das kam jetzt extra daher, weil ich gerade eben ein neues Wohngebiet eingezeichnet habe. Da läuft sie. Geht arbeiten. Also hier darf ich jetzt wieder ein bisschen Rätsel raten. Sie hatte schon zwei Zyklen lang kein Essen gehabt und nichts zu trinken. Warum nicht? Ja, nicht gut. Mir fehlt's an Forschungskraft, was da los ist. Es scheint doch, als könnte das jeder betreten hier. Also sie kommt jedenfalls rein. Jetzt steckt sie wieder fest. Da ist doch nichts im Weg. Keine Ahnung, also ich glaube, am Ende bleibt mir nur, die Fischhütte abzureißen und woanders hinzubauen. Vielleicht, keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären, aber anscheinend irgendwie ist da irgendwas. Irgendwas hat sie da. Romanische Kirche fertiggestellt, was hatte ich denn da gemacht? Ah! Unser meisterhafter Wundergarten ist fertig, ja, das ist doch wunderbar. Da wollen wir gleich mal einzeichnen, wo sie hinlaufen dürfen und wo nicht. So, wir malen alles mal rot. So. Wer hat doch gelacht, wenn ich nicht die richtigen Wege bekomme? So. Gut, das müsste eigentlich funktionieren. Gut, eigentlich müsste es funktionieren. Sehr schön. Ah! Nein, diese Trottel laufen einfach dran vorbei. Keiner geht durch meinen Garten. Ich hasse euch. Es darf nicht wahr sein. Das ist ihnen jetzt wahrscheinlich zu weit, da lang zu laufen. Jetzt laufen sie den anderen Leuten durch den Vorgarten. Oh, ich... Es darf doch nicht wahr sein, echt. Ich will, dass sie da durchlaufen. Das gibt's doch nicht. Diese Trottel. Ja, wie kann ich sie jetzt daran hindern? Man weiß es nicht. Doch. Doch, ich mache hier einfach alles rot. Da dürfen sie auch nicht mehr da langlaufen. Dann müssen sie hier durch den Garten. Das kriegen wir schon hin, oder? Also, das muss doch wohl. Muss doch wohl irgendwie gehen hier. So. Wird ja wohl jetzt hoffentlich der kürzeste Weg sein durch den Garten. Die machen mich krank, echt. Junge, Junge.
Ja gut, wir werden es gleich sehen, denke ich mal. So, was haben wir hier? Ein Mönch möchte eine Audienz. Werkzeuge. Können wir uns erlauben? Gucken wir mal. Klerus. Ach, wir können den Handelsbonus bekommen. Machen wir das doch mal. So, jetzt sind wir wieder beim Königreich. Der König kriegt ein paar Werkzeuge von mir. Sie steckt wieder fest. So, ich reiß den Laden jetzt ab. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Da hilft alles nichts. Die arme Dame verhungert hier. Zerstören. Gut. Aber an sich hätte ich den Fischer schon gerne weiterhin hier. Oder, vielleicht stellen wir ihn einfach auf die andere Seite irgendwo. Ja, ich weiß nicht, ob es was bringt, das einfach wieder neu zu bauen. Ich mach's einfach mal. So rum. Bauen wir den mal einfach so dahin. In der Hoffnung, es funktioniert. So, ist das Ding jetzt eigentlich fertig? Alles auch noch nicht ganz fertig, aber es sieht schön aus. Schön, sehr schön. Ach, ich freue mich. Ja, Wahnsinn. Gut, Klamotten. Wie sieht es an der Klamottenfront aus? Es scheint sich insgesamt ein bisschen zu bessern, aber die Lage ist natürlich trotzdem angespannt. Wenn da neue Leute kommen, dann futtern die mir die Klamotten auch wieder weg. Ja. Also, das hat man lieber, glaube ich, ein bisschen im Voraus produzieren. Brot. Gucken wir mal kurz, wie es auch mit Fisch aussieht. 100, 170 nur noch. Ohlala, da waren wir aber auch schon mal auf 700. Gut, Weizen haben wir jede Menge. Mehl haben wir auch jede Menge. Also wir könnten auch gerne noch ein paar Bäckereien vertragen, scheinbar. Da haben wir einen. Oh, es ist niedlich. Ach, die brauchen ja auch Wasser. Fällt mir jetzt gerade wieder auf. Gut, ist in der Nähe. Wir müssen darauf achten, dass die Bäcker immer Wasser in der Nähe haben. Aber an sich haben die das. Normalerweise baue ich die Bäcker ja so mehr oder weniger ans Stadtzentrum ran. Und da ist eh immer ein Brunnen. Ja, gut, dann ich würde sagen, bauen wir da auch noch einen Bäcker hin. Aber hier ist ja eigentlich noch ein schöner Platz für noch weitere Bauernhöfe, würde ich sagen. Ja, gut, bevor wir hier einen Bäcker hinbauen, brauchen wir eben auch diese Bauernhöfe und alles. Vielleicht fange ich mal an, hier zu roden. Machen wir das mal. Ein Holzfäller. So. Okay, aber wir wollen trotzdem das ganze Mehl, was wir haben, verbacken. Ich glaube, auf dieser Seite haben wir noch keinen Bäcker. Theoretisch bekommen wir... Ja, keine Ahnung. Also, ach. Also, rein theoretisch muss ich mich jetzt darum kümmern, zu gucken, wo genau wird Mehl gelagert. Und da dann vielleicht in der Nähe einen Bäcker hin. Jetzt muss ich die ganze Speicher durchgehen. Ich glaube, wir hatten hier. Ja, wir haben hier noch. Ah ja, wir haben hier noch einen Speicher und da ist noch nicht so viel drin. Da könnten wir auch Mehl reinpacken. So. Bekommt er von der Mühle da hinten. Och, es ist aber auch niedlich. Ich freue mich, liebe Leute. Ja, da kommt eigentlich hier bei Gelegenheit noch einen Bäcker hinstellen. Es wird schon wieder alles so voll, ist unglaublich.
Da ist doch genau der richtige Platz dafür, würde ich sagen. So. Okay, es wird auch knapp. Ist das zu glauben? Also jetzt gerade wird wirklich alles knapp. Aber das ist ja gut so. Ich freue mich ja über Anspruch. Ich habe ja die letzten Folgen auch immer so ein bisschen gejammert. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich weitermachen soll. Also jedenfalls kam es mir so vor, als würde ich jammern. Aber jetzt sehe ich hier, was gebraucht wird. Das, was gebraucht wird. Und deswegen... Darüber bin ich sehr froh. So, da wollen wir uns unseren Schneider drin haben. Das ist auch bald soweit. Sehr gut. Es geht auch recht schnell mit dem Bau. Das ist unglaublich. Die Kirche ist noch ausreichend locker. Okay. Also, Käse brauchen wir auch. Mhm. Da haben wir doch kürzlich erst irgendwo einen neuen Milchbauernhof gebaut. Hier hinten. 20 Milch ist da drin. 5 Milch wird gebraucht für einen Käse. Das ist ja krass. Das ist natürlich ordentlich. Also das ist schon wirklich ordentlich. Aber... Ah, wir wollten mal gucken, ob die hier durchlaufen. Sie scheinen da lang zu laufen. Müssen sie, ja? Ah! Sieg! Sieg über die Faulheit der Menschen. Ha! Das macht ihr toll, liebe Leute. Noch schöner wäre es ja, wenn sie auch um den Brunnen hier drum rumlaufen würden. Als wenn wir da einen drumherum getrampelten Weg hätten. Aber ich glaube, das ist zu viel verlangt. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Aber das freut mich schon hier. Sehr schön. So, nicht ablenken lassen. Da wird gerade Milch geholt, denke ich mal. Wo läuft sie hin? Ein Käser ist das. Da oben entlang. An meinem Garten vorbei. Ha. Liebe Leute, das müssten wir aber hinbekommen. Ich sehe hier Optionen. Wir könnten hier zwei von diesen Dingern da rausschlagen und hier einen neuen Weg erzwingen, dass sie da durchlaufen. Ah, das machen wir. Oh, jetzt muss ich aber hier mal ein bisschen klarkommen. Okay, geht zu der Käserei hier. Ja, ich denke, wir bauen hier doch tatsächlich noch einen Käser dahin. Direkt daneben. Konkurrenz für die anderen Käsereien hier. So. Sehr schön. Ja, und jetzt machen wir das hier noch. Wäre doch gelacht, wenn wir das hier nicht hinbekommen. Jetzt muss ich nur diese Gebäudeteile finden. Na, super. So, mal gucken, ob da jetzt schon so ein Bogen hinpasst. Als Nebeneingang hier. Sowas da. Yeah, es passt. Das kriegen wir hin, liebe Leute. Und jetzt müssen wir diese Büsche noch ein bisschen wegmachen. Oh, das wird toll. So, sozusagen als Seiteneingang. Wir machen natürlich trotzdem noch schöne blühende Büsche dahin. Das ist ja schließlich unser zauberhafter Wundergarten. Hier an den Eingang. Also, wer da nicht gerne durchgeht, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Gut, das machen wir mal so. So. Okay. Und da fehlen natürlich Zypressen, liebe Leute. Ganz klar. Ach, da musste gar niemand irgendwie irgendwas bauen oder sowas. Es ist einfach von alleine schon fertig geworden. Hammer. So, also wenn es fertig ist, wunderbar. Da können wir das auch gleich einzeichnen. Hier läuft niemand mehr lang. Ihr spinnt ja wohl. So. Oh, das wird super. Gut. Man muss den Leuten eben genaueste Anweisungen geben, wo sie langlaufen dürfen und wo nicht. So.
bei Strafe verboten. Hast du gehört, Madame? Die Agnesina, weiß es noch nicht, hat noch nicht den neuesten Anschlag am Infobrett gesehen. Aber ich freue mich. Gut. Wollen wir ein bisschen befördern? Ich würde sagen... Den fehlen ja schon Klamotten. Und Wasser? Achso, das wird wahrscheinlich unsere Fischerin gewesen sein. Gut. Klamotten. Gut, da müssen wir wohl ganz, ganz dringend was machen. So. Genügend befördert. Steckt fest. Aha, auch. Was macht die aber auch da? Achso, das Ding ist schon fertig geworden. Okay, ich glaube, diese Fischhütte hat hier keine große Zukunft mehr. Die muss hier weg. Leider. Schade. Gut, dann müssen wir uns einen anderen Fischergrund hier suchen irgendwo. Da wird fleißig gesprungen hier. Da hüpfen die Lachse im See rum. Da haben wir eine Fischerhütte. Ich würde sagen, dann machen wir eine hier hin. In der Hoffnung, dass... Oder müssen wir das vielleicht einzeichnen, wo die sammeln sollen? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, wir machen keine hier hin, weil sonst fährt sie dann doch wieder mit dem Boot da drunter durch und steckt fest. Das ist blöd. Vielleicht machen wir den hier an den Rand irgendwie. Dahin, was haben wir da? Steine. Gut zu wissen. So, tief in den Wald am Kloster. Oh, Militär. Da könnte man wieder eine neue Mission machen. Ah, ein Pilger. Schließt sich uns an. Wunderbar. Gut, wir machen mal eine Mission. Ich habe sie schon länger nicht mehr weggeschickt. Nicht, dass die einrosten. So. Da darf sie auch unser Ritter John Koo wieder beweisen. Gut. Wunderbar. Holzfällerlager fertiggestellt. Sehr gut. Da wollen wir gleich mal Typen einsetzen. Haben wir da eingezeichnet? Ich meine ja. Ja. Gut. Okay, da gucken wir jetzt mal da hinten, was der Garten macht. Ob sie laufen wie gewünscht oder ob sie jetzt wieder ganz woanders langlaufen. Bis jetzt sehe ich da noch keine Laufwege. Das will ich aber sehen. Ich weiß noch nicht, wer da überhaupt langgelaufen ist. Also auf jeden Fall ein Käser, glaube ich. Oder ein Transporter oder was das war. Hat einen Weg da rübergebracht. Okay, liebe Leute, ich denke, wir sollten vielleicht auch Schafe noch hinstellen. Eine Schäferei. Oder wie schaut es hier aus? Ich war mir wirklich ein bisschen... Ah, okay, Schäfer brauchen wir noch nicht. Ich war mir schon ein bisschen Sorgen, dass das alles zu knapp wird hier. Mit den Klamotten. Oh, wow, wow, das Brot wird auch knapp. Die essen ja wie die Scheunendresche, das gibt's doch nicht. Ah, oh Gott. Gut, noch ein Schneider, liebe Leute. Wir spammen hier die Schneidereien dahin. In der Hoffnung, dass die auch eigentlich gut versorgt werden hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, von wo die ihre Materialien bekommen. Also Wolle und Stoffe. Da, Wolle haben wir da, Klamotten haben wir nicht da. Beunruhigend. Vielleicht machen wir da mal noch irgendwo ein Lagerhaus hin. Da haben wir doch eins. Aha! Wolle und Stoffe. Ach Gott, ich bin ein Trottel. Alles da. Okay. Gut. Was ist hier? Nichts Neues mit meinem Garten.
Steinbrücke ist fertiggestellt. Wahnsinn. Also, das hat doch was hier. Oh. Oh, schön. Liebe Leute, das ist der richtige Punkt, um für heute Schluss zu machen. Nächstes Mal kümmern wir uns weiter um Klamotten. Um Klamotten und Brote und alles. Also, da müssen wir dringend was machen. Sonst ist das Gebrüll wieder groß am Ende. Ja, vielen Dank, dass ihr mir zuschaut hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dann, eure Lucida.